Juhu und herzlich willkommen zu ein paar Tech Land. Oh Gott, ey. Wie einfach nicht funktioniert momentan. Das ist so hässlich. Ich wollte eben aufnehmen und habe die anderen so gefragt: Ne, habt ihr Zeit? Und die waren halt am Stream und haben mir die ganze Zeit nicht geantwortet. Ne, ich schreibe denen erstmal so auf Skype, so 10.000 Mal. Dann schreibe ich denen im Stream und die schaffen es mir einfach nicht, eine gescheite Antwort zu geben. Und ich so: Okay. Dachte ich mir nur so: Hässlich. So viel dazu. Irgendwie sieht das scheiße aus. Das gefällt mir nicht. Weil ich habe von unten geguckt und wenn man von unten guckt, sieht das voll scheiße aus, wenn man das zwei Blöcke hoch macht. Aber mit einem Block sieht es halt auch scheiße aus. Aber ich will das hier auch irgendwie nicht so haben. Ich glaube, ich mache das hier einfach weg und dann mache ich das hier noch hin. Und was nervt Jan jetzt hier? Jetzt muss ich auch nicht mehr ankommen, okay? Und ich habe übrigens schon angefangen, die Fanfiction zu schreiben. Dazu kann ich euch auch kurz ein bisschen was erzählen. Beziehungsweise so einen kleinen Sneak Peek geben. Und so einen kleinen Einblick und so. Weil ich hatte heute eine Freistunde. Und dann dachte ich mir so, was mache ich in meiner Freistunde? Eine Fanfic schreiben, gute Idee. Ja, und dann habe ich halt eine Fanfiction geschrieben. In meiner Freistunde. Why not? Also hier ist der kleine Sneak Peek aus der Fanfic. Ich habe im Part leider vergessen, das vorzulesen. Lass dich überraschen, hatte er kokett gesagt, als ich ihn fragte, was wir denn unternehmen würden. Und es war in der Tat eine Überraschung nach zahlreichen Dates, die alle schäbig in einer Bar anfingen und nach Wunsch der Herren in meinem Schlafzimmer enden sollten. Deshalb war es umso erfrischender, jemanden kennenzulernen, der lang gehegte Kindheitsvorstellungen von einem Rendezvous sogar in Realität umsetzen konnte und noch dazu genug Intellekt hatte, um sich über andere Dinge als Autos und Bier auszutauschen. Ja, weil das Ergebnis ist jetzt soweit eigentlich Gleichstand gewesen, aber jetzt hat Jan doch noch eine Stimme mehr, deswegen muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber jetzt ist eigentlich so das Best-Case-Szenario eingetroffen, weil ich genau das machen kann, was ich mir schon ausgedacht habe, weil ich hatte so eine grobe Idee, wie man das machen könnte, wenn ungefähr Gleichstand ist. Und dafür habe ich mir jetzt was Nices ausgedacht. Ich glaube, das könnte eigentlich ganz cool werden. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Vielleicht wird es auch scheiße, man weiß es nicht. Aber das sehen wir dann halt nachher, wa? Was ist das hier? Das sieht auch irgendwie kacke aus, ey. Weil die Abstände, die sind einfach so ungleichmäßig und eklig. Also das muss auf jeden Fall weg. Weil da könnt ihr schon kotzen. Also das geht hier schon mal gar nicht. Und wenn ihr das Video seht, war gestern National Kissing Day oder irgend so eine Shit. Aber irgendwie ist gleichzeitig auch Anti-Bullying Day oder so. Und ich krieg einfach gar nichts mit und habe keine Ahnung, was das überhaupt alles ist. Ich denke mir nur so, okay, habe ich noch nie von gehört. Okay. Aber why not? Ist das schön. So ein Anti-Bullying Day finde ich gut. Aber keine Ahnung, wofür man wieder mal so ein National Kissing Day braucht. Ich denke mir immer so, boah, das ist total unnötig. Ich meine, welche Leute denken sich diese offiziellen Tage aus? Ich denke mir immer so, hey, die müssen aber ziemlich hobbylos sein, wenn die sich so eine Skiart ausdenken. Aber ich habe richtig viele Stacks Glas mitgenommen, weil ich wusste, dass ich so viel Scheiße hier machen würde. Okay, also hier kann man dann. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Stopp, stopp, stopp. What? Ich verstehe gerade gar nicht, wo sich hier was überschneidet und was ich eigentlich nochmal genau machen wollte. Tja, ich bin eben ein sehr organisierter Mensch und warte, die Ecke? Nein, okay, okay. Alles ist gleichmäßig. Ich dachte schon, hier wäre nur ein Block und da wären zwei Blöcke. Oh mein Gott, ich würde inside dien. Scheiße, was habe ich hier getan? Du Kitty, den hol. Warte mal, ist der... Achso, das muss weg. Da haben wir doch den Übeltäter gefunden und so. Boah, wer? Mich schießt jetzt so ein hässliches Skelett runter. Stellt euch das mal vor. Okay, ja, ich finde, sieht in Ordnung aus. Also das sieht man jetzt nicht so krass, dass es eigentlich... Ernsthaft? Kannst du bitte weggehen? Danke. Gosh. Ernsthaft? Welches Hässlung-Kind war das jetzt schon wieder? Achso, ich dachte, das wäre Jan gewesen, wie sonst auch immer. Ja, und wie soll ich den Scheißblock hier jetzt wegkriegen? Also da habe ich ja jetzt schon mal gar keinen Bock drauf. Vor allem ist meine Schaufel zu lahmarschig. Hammer. I hate it. I hate you in my life. Und ich hasse es, dass dieses Scheißding hier Rückstoß hat. Das ist so nervig. I hate it for life. Übrigens war ich die Hälfte der Woche krank. Ich war nämlich Montag in der Schule und Dienstag bis Donnerstag war ich gar nicht in der Schule, weil ich hatte anfangs nur Halsschmerzen, aber das war auch schon so lästig und unangenehm, dass ich einfach nicht in die Schule wollte, weil es mir gar nicht gut ging. Und danach hatte ich halt auch wirklich Grippe und Fieber und Und das Gute daran war, dass ich schon Videos vorbereiten konnte und deswegen nicht den Ultrastress hatte. Abgesehen jetzt von Techland, was ich mal wieder auf den letzten Drücker mache. Aber ich wollte mir das eigentlich von unten angucken, ne? Weil das ist jetzt auch Stopp! What happened there? Okay, also hier ist immer dieser Dreierschritt, aber hier ist nicht der Dreierschritt. Sieht der Dreierschritt besser aus? Ich muss das auf mich wirken lassen.
der Dreierschritt und der Einserschritt. Oh Gott, ey, das ist so verwirrend. Das ist wie wenn man auf einen Teppich guckt, der die ganze Zeit das gleiche Muster hat. Man denkt sich einfach so, was ist los? Was ist richtig und was ist falsch? Doch, ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, jetzt darf ich das ganze scheiße Teil auch noch auf die andere Seite übernehmen. Juhu, ich freue mich so sehr. Man merkt, wie sehr ich das Bauen liebe, mit voller Inbrunst. Das würde ich gerne für mein Leben lang machen. Ja, deswegen habe ich mich entschieden, nichts mit Biologie zu studieren, sondern Architekt zu werden. Ah, boah, diese Skelette, die nerven aber echt zu Tode. Hallo, wie dreist ist der denn? Der geht einfach rein. Das ist nicht für dich, okay, sieh es ein. It isn't your life, okay, es ist nämlich meins und ich baue mir jetzt hier so einen Schutzwall. Und der ist ziemlich cool, ne? Hast du nämlich nicht, mein Freund. Oh Gott. Boah, zum Glück habe ich so viel Sand geschenkt gekriegt. Ansonsten hätte es wahrscheinlich niemals funktioniert. Also danke an meine Freunde, an meine Familie und all meine Sponsoren. Dankeschön. Übrigens habe ich jetzt nur noch eine Woche Schule. Im Gegensatz zu wahrscheinlich anderen Leuten von euch, die in anderen Bundesländern wohnen. Ich find's geil. Ich bin aber echt froh darüber, dass es jetzt nur noch eine Woche ist, weil sehr viel mehr hätte ich nicht mehr ausgehalten. Ich meine, von dieser Woche habe ich nicht viel mitgekriegt, weil ich halt wirklich eigentlich die Hälfte der Woche überhaupt nicht da war. Aber ja, yeah, ich war halt krank und so, und deswegen bin ich, aber ich bin gewissermaßen echt drüber froh, dass ich jetzt nicht zur Schule musste, weil ich hatte eigentlich sowieso keinen Bock mehr und wir machen eh nichts mehr Vernünftiges. Und deswegen bin ich schon irgendwie froh darüber, dass ich mir das jetzt nicht mehr antun musste. Weil jetzt kommt sowieso die Woche, in der wir eh eigentlich nur noch frühstücken, Filme gucken und die ganze Scheiße machen, die man kennt. Und das Schlimme ist, dass wir nächstes Jahr Abitur machen und trotzdem machen die Lehrer mit uns genau dieselbe Scheiße, wie mit allen anderen, die kurz vor den Ferien stehen. Wobei das eigentlich auch irgendwie was Nettes hat, finde ich, dass die Lehrer uns trotzdem noch so viel Freiheit geben, dass wir eben nicht so krass im Lernstress sind, wie wir es wahrscheinlich nächstes Jahr dann sein werden. Deswegen finde ich das eigentlich noch nett, dass die uns so schön behandeln, so, oh ja, yeah, ja, mit kleinen Dinger, wir gehen jetzt einfach die ganze Zeit frühstücken, hahaha. Und das finde ich eigentlich echt schön, da bin ich sehr froh drüber. Also vielen Dank, liebe Lehrer, falls ihr das jemals sehen solltet, ihr seid nette Menschen. So, ist das? Ist es das? Ah, ich glaube, es ist eigentlich relativ fertig. Wie sieht denn die Brücke jetzt eigentlich aus? Ich sehe Zwegi. Eigentlich müsste man wirklich so einen Übergang machen. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn man einfach so über die Arena gehen könnte. Oder wenn man dann quasi sich hier oben hinstellen könnte, um so das Battle zu sehen. Natürlich ist es ein bisschen gammelig, weil man dann irgendwie darüber gucken muss. Aber es ist trotzdem ganz cool. Was will denn jetzt Jan wieder? Was schreibst du denn hässlich in Smiley? Ich kann deine Gefühle nicht interpretieren. Du musst kommunizieren. Tja, bist du wohl zu spät? Yeah. Ich bin wieder voll nett. Später Boy. Ist spät, würde ich mal sagen, Freundchen. Nee, so ja schon mal gar nicht. Außerdem habe ich noch 3 Stacks, aber okay. Ja gut, man könnte sagen, das könnte vielleicht eine nette Geste sein. Vielleicht. Aber hier bei Creepern ist Rückschuss eigentlich voll praktisch. Aber bei so Skeletten ist es mega nervig. Okay, wie sieht's aus? Ist es richtig? Ist es richtig? Nee, das war irgendwie anders. Nee, da war irgendwas anders. Ich habe keine Ahnung was, aber hier sieht es irgendwie nett aus. Es sieht viel gleichmäßiger aus. Warum habe ich das da nicht gemacht? Warum ist das so hässlich und scheiße? Übrigens wollte ich eigentlich heute in Techland über die E3 sprechen. Vor allem über die Sachen, die Nintendo vorgestellt hat. Aber mir haben unter meinem Mario Kart Video so viele geschrieben, dass sie sich dafür interessieren würden. Und da eigentlich ich vermehrt über Nintendo sprechen wollte, passt es eigentlich da ins Video besser rein. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht so viel von der E3 gesehen. Das ist im Prinzip eigentlich nur ein paar Sachen von der Sony-Präsentation, glaube ich, gewesen. Xbox hat mich eh nicht interessiert. Ich habe halt auf IGN meistens die Videos einfach nur durchgeguckt und habe mir so geguckt, die Spiele so, die sich interessant angehört haben und habe mir die dann so angeguckt und sowas. Und dann habe ich das letztendlich gemacht, aber sonst habe ich eigentlich gar nicht mal so viel gesehen. Also ich habe Nintendo habe ich mir komplett angeguckt. Was ein Fehler war. Spoiler schon mal im Voraus, bevor ich in dem Video richtig darüber rede. Ja, aber sonst hat mich eigentlich gar nicht so krass viel interessiert. Ich war geflasht von Fallout 4, muss ich sagen. Also jetzt außerhalb Nintendos Präsentation, wo jetzt nicht so viel geiles Zeug dabei war. Ja, also Fallout 4 finde ich geil. Uncharted 4 ist das, glaube ich, auch. Oder 3? Ich glaube 4, ja. Das fand ich auch mega interessant. Und ich habe ja auch eine PlayStation 4 hier stehen, deswegen. Ah, yay!
Und Just Dance 2016, da habe ich mich auch drauf gefreut. Aber Just Dance ist sowieso voll geil. Just Dance ist geil. Just look at it. It's awesome. Awesome vor allem. Hey, warum ist das hier ein Block breiter? Also, warte, ist das hier breiter? Hallo? 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 So, jetzt muss es aber richtig sein. Hoffe ich. Boah, ich bin einfach zu dumm, um das zu sehen. Aber ich würde auch sterben, wenn es total ungleichmäßig ist. Das hasse ich noch mehr als sonst irgendwas. Damit komme ich ja wohl gar nicht klar. Warum sieht das hier so anders aus? Wobei, hier ist diese Figur. Aber hier geht es in einem über irgendwie. Das habe ich da hinten nicht. Also hier ist diese Figur. Und dann geht das hier. Stopp, 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 stopp. Also Figur, bing. Und das geht ganz rum. Moment, jetzt sag ich ernsthaft, ich habe das hier irgendwie so ganz anders. Das wäre voll die Scheiße. Aber es kann bestimmt sein, weil ich immer so eine Scheiße mache. Okay, also hier ist eins und hier ist irgendwie so doppelt. Oh mein Gott. Also hier ist eins. Hier ist nichts doppelt. Shit, die Kakafurzi. Auf jeden Fall so viel erstmal zur E3. Ich habe, wie gesagt, sonst eigentlich fast gar nichts mitgekriegt. Ich habe ein bisschen von Final Fantasy mitgekriegt und so. Aber ich fand die Bethesda-Vorstellung eigentlich bisher so am coolsten. Wobei, bisher ist eigentlich schon vorbei. Aber ich habe nicht viel davon gesehen. Aber das fand ich trotzdem am interessantesten von den Spielen, die vorgestellt haben. Und bei Sony hat Noki irgendwas erzählt von so einem Spiel, was auch cool sah. Mit so einer Bogentusse, die diesen Bing, so Monster gejagt hat. Das sah auch cool aus. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Hehe. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so important. Aber das sah schon cool aus und hätte schon Potenzial von mir gekauft zu werden, weil ich auch gern mal irgendwie was anderes spielen würde, als nur immer das Zeug, was ich sonst so spiele. So, jetzt muss es aber wirklich gleichmäßig sein. Jetzt wüsste ich echt nicht mehr, wo das Problem sein soll. Oh mein Gott, ich habe sogar mal was in meinem Part geschafft. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Aber wirklich, oh yeah, guck mal, sieht doch schon viel besser aus. Das hat irgendwie so eine coole E-Form. Das sieht aber so ein bisschen aus wie Pac-Man, so rapper, rapper, rapper. Weißt du, wenn man so hier hochguckt, dann, weißt du so? Rapper, 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 rapper. Finde ich lustig. Hihi. Lustig, lustig, lustig. Okay, das ist fertig. So relativ. Ich weiß nicht, ob ich hier sonst irgendwas machen soll. So unterirdische Gänge oder so. Bei mir hat einer geschrieben so, ey, mach doch mal so eine Tribute von Panemap. Und ich so, what the fuck? I will never do this. Weil ich das einfach nicht kann. Ich meine, weißt du, wie aufwendig und shit die Kakafurzi das ist? Das würde ich wahrscheinlich niemals schaffen. Aber so unterirdisch könnte man vielleicht sowas Ähnliches machen, dass man vielleicht so einen unterirdischen Gang macht. Also hier mit so einer Falle. Wie nennt man die Teile nochmal? Diese Klappen da, die man aufmachen kann. Ach, ihr wisst schon, diese Falltüren da. Dass man dann vielleicht sagt, so, wenn wir Hardcore-Modus spielen wollen, dann gehen wir halt hier nach unten. Und dann ist da halt so eine unterirdische Arena, wo es vielleicht durch so einen Wald geht oder so. So, dass es hier eben nicht so eintönig ist, wie jetzt hier gerade, wo alles sehr linear gestaltet ist und wirklich beide Seiten komplett gleich sind. Deswegen könnte man vielleicht sowas machen, das finde ich ganz interessant. Aber ich würde jetzt auch gerne die Brücke machen. Weil die Brücke, die könnte vielleicht ganz cool sein, wenn man sich so oben als so Stalker hinstellt. So, wie machen die denn gerade da? Das könnte ich ganz interessant finden. Ja, auf jeden Fall ist es das erstmal, was ich für diesen Part jetzt getätigt habe. Ich habe irgendwie nicht über die Sachen gelabert, die ich eigentlich reden wollte, weil ich mich diesmal sogar aufs Bauen konzentriert habe. Oh mein Gott, ist das überhaupt mein Kanal? Bin ich hier richtig? Dumm, dumm. What? Ich bin komisch heute, aber ist ja auch egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!